Also hat sich ein bisschen was getan. Dagadin, Hieradine. Ein Tisch, ein bisschen Büroutensilien, festgeschraubt auf dem Tisch. Ein Poppy, diesmal ein Original-Poppy. Die Aktiven wissen, diese eine Woche, die ich gefilmt habe, jeden Tag ein Video, da hatte ich mir auch ein Poppy geholt, in der Annahme, das wäre ein Original ist, was aber keins war. Das hier bin ich mir eigentlich zu 98% sicher, dass es ein Original ist, aber wie gesagt, 2% Rest bleiben, denn nämlich auf dem Karton von diesem Grace Made Poppy stand drauf Made in Japan. Weil, also ich werde mir jetzt nochmal eins holen und das werde ich mir dann auf der Originalseite von Poppy holen, weil ich bin von dem Duft super enttäuscht. Es riecht quasi nach nix. Es soll nach Vanille riechen, wenn man seinen Gummel da vorne direkt dran hält. Oh, dann riecht es nach Vanille. Ja. Aber schon hier rieche ich nichts. Und nein, Freunde, das Käppelchen, dieses grüne Ding hier drauf, ist ab. Und es ist alles, so gemacht, dass eigentlich der Duft strömen sollte. Er riecht gut, der Duft, aber leider nur hier vorne. Und so fahrenständig ist auch scheiße. Darum, weil ich auch den weißen Poppy haben will, weil der ist beleuchtet, habt ihr vorhin gesehen, aber die weiße Pulle, das weiße Poppy ist noch schöner im Leuchten, im Anblick. Ja, genau, den will ich haben. Problem daran ist aber, das ist Duftrichtung Jasmin. Das mag ich nicht. Werde ich wegschütten und mir wahrscheinlich von Frosch so ein Nachfüllpack Vanille holen. Das riecht ganz geil. Das hatte ich schon mal im LKW, nur mit diesen Stäbchen drinne. Ja. Ja, ansonsten, was ist noch neu? Ach ja, hier oben. Da oben könnt ihr sehen, ist so ein LED-Streifen an der Decke. Verschiedenste Farben, verschiedenste Funktionen. Werde ich euch mal zeigen, wenn es dunkel ist. Weil jetzt macht es keinen Sinn. Es ist hell. Ach so, neue Arbeitsschuhe habe ich auch, aber weil also gleich mal die ersten zwei Tage ist mal ordentlich Blasen drin gelaufen in den Geräten. 8.52 Uhr. Stehe immer noch an der gleichen Stelle. Immer noch zu und immer noch Ware auf dem Auto. Und mein Kollege ist da hinten immer noch drin. Seine Fahrertür ist aber schon offen, wie ich sehe. Und dann müssen wir mal sehen, wie wir hier die Plätze tauschen. Weil diese Einfahrt hier in Buxtehude ist so ein bisschen, naja, so ein bisschen enge. Wenn jetzt die anderen Märkte, die noch angesiedelt sind oder ansässig sind, ihr ganzes Layout hier rausstellen und hier ganz Mülltonnen und sowas, wird das ein wenig eng. Zeig's euch mal. Ja, es ist halt ein bisschen enge. Ich könnte jetzt zurückfahren, wo dann die Paletten nicht mehr stehen. Dann kommt mein Kollege aber nicht mehr rum, weil hinter mir relativ nah stehen Paletten mit Erde. Also müsste ich vorfahren. Nur nach vorne ist die Straße auch nicht viel breiter. Es ist hier echt nicht doll. Es ist hier, naja, ihr seht das. Hier ist es breit und da ist es schmal. Und ich muss niesen. Wir gehen schon geregelt. Und dann lade ich ab. Und Wetter hier ist bombastik, weil strahlender Sonnenschein. Meine Frau hat mich vorhin angerufen. Oder angerufen. Quatsch. Per WhatsApp. Und die hat gesagt, dass es bei uns in Nordheim aus Eimern regnet. Hier in Buxtehude strahlend blauer Himmel. Und 22 Grad um 8.54 Uhr. So, gucken, ob er durchkommt.
fahren wir da mal rein. Jetzt nicht. Wolle, ich lade gerade erst ab. Was? Ich fange jetzt gerade erst an mit Abladen. Ach so. Ja, ja. Dann hol ich da mal rein. Versuch mal, dass du dann die B3 runterfährst und Schleberdingen erst wieder drauf fährst. Warum? Ab Tischhof ist nur einspurig. Oh ja, dann fahre ich B3 gleich durch. Weil die machen hier Ausbesserungsarbeiten, zwei Spuren gesperrt. Alles klar, du. Danke dir. Alles klar, bis dann. Ciao. Ciao. Oha. Ausbesserungsarbeiten. Gut, dann fahren wir gleich die ganze B3 zurück. Das Schneeberding. Und da ist auch die A7. So machen wir das. So machen wir das. Jetzt ein bisschen enge an der Palette, So. So, einmal abladen. Die Rollis hier vom Auto kriegen, störe mich beim Drehen meinem Hubwagen. Ballett. Das Doofe hier bei dem Markt ist, der Stapler muss diesen ganzen weiten Weg immer rein und rausfahren. Immer mit einer Palette. Das dauert halt ein bisschen, aber gut. Kann man nicht ändern. Habe ich mehr Erholungsphasen zwischen den Abladungen mit dem Hubwagen.
überlange hier. Wunder ja mit Gewalt wieder alles. Da sehe ich ja nochmal Rollis, da sehe ich nochmal Rollis. Ach so, wenn ich leer bin, kriege ich ungefähr 100 Rollis mit. Von diesen gelben. Leer natürlich. Leer. Stühle. So, leer. Jetzt fehlt mir ein Abholauftrag für das Leergut. Ja, jetzt muss ich warten, bis das Fax von der Firma da ist. Ja, jemine. Es ist immer wieder was anderes, was Neues. Oh, das ist warm. Und ich schwitze. So.